Das ist jetzt wieder mal ein neues Storyline-Video. Es geht um den Wanderer, der an diesen 6 Orten hier zu finden sein kann. Aber nur an einen, nicht an allen gleichzeitig. Also irgendwo ist er immer da, soll er sein, Kapuzenmännchen. Ich starte das ganze Spiel, das ganze Match hat nur Sindy zu finden. Und zeitgleich werde ich mal ein paar Interviews einblenden, wo ich NPCs befragt habe nach Seltsamen, denn die haben auch was gesehen. Ich probiere das jetzt hier mal, erster Punkt, und frage gleich mal Magneto nach was Seltsamem. Mehr Seltsames, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Doch in letzter Zeit habe ich etwas am Horizont gesehen. Visionen von einem Fremden, von einem nahen Übel. Und ich bin nicht allein. Und damit meint er, dass noch 6 weitere NPCs etwas Seltsames gesehen haben. Also eine Gestalt oder sie werden beobachtet. Fragen wir mal nach Seltsamem den Rückenknacker jetzt gleich. Manchmal fahre ich einfach durch die Gegend. Nur ich und der Wind. Und dann ist da etwas anderes. Jemand anderes. Aber jedes Mal, wenn ich mich umsehe, ist dort niemand. Riot hat also auch das Gefühl, jemand beobachtet ihn ab und zu mal. Aber ja, am ersten Punkt habe ich auch nichts gefunden. Ich fahre jetzt weiter. Ich suche mir den zweiten Punkt raus. Der ist hier. Auch große Brücke mit einer Straße unten drunter. Während ich dahin rase, frage ich mal Tiara nach Seltsames. Also, jetzt, wo du es erwähnst? Klar, das Ödland ist an sich schon seltsam genug. Aber in letzter Zeit weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Ja, alle sind sie irgendwie der Meinung, Ödland ist eh seltsam. Aber das ist jetzt was ganz besonders Seltsames. Das lässt sie stutzen. Und ich finde hier nichts. Ich finde keinen Wanderer. Auch hier am zweiten Punkt kann ich den nicht entdecken. Ich muss ja gucken, dass ich nicht zu dicht an ihm dran bin, sonst sehe ich ihn wohl nicht. Aber weiter weg, dann sollte ich ihn sehen. Ich komme jetzt zum dritten Punkt. Das ist auch wieder eine Brücke. Hier weiter oben. Währenddessen ich dann dahin fahre, frage ich mal Rust nach Seltsamen. Klar, auch wenn es schwer zu glauben ist. Im Ödland geht echt viel Schräges vor. Manche nennen es das Schrägland. Aber in letzter Zeit war da diese Gestalt in der Ferne. Vor der habe ich natürlich keine Angst. Aber ich habe gehört, dass die anderen Leuten Angst macht. Ja, während Rust jetzt behauptet, dass er keine Angst hat, wird es interessant auf der Map. Hier wird scharf geschossen mittlerweile. Ich will aber Powercord jetzt nochmal interviewen zu seltsamen Dingen auf der Insel. Tatsächlich ging in letzter Zeit irgendwas Unheimliches vor. Ich hatte das Gefühl, als würde in der Ferne irgendeine Gestalt mit Kapuze stehen. Oder am Rand meines Blickfelds. Aber bevor ich richtig hinsehen konnte, verschwand sie immer. Also Powercord hat eine Kapuzengestalt gesehen und so gar keine Angst. Findet es aber auch sehr merkwürdig. Derweil geht es hier richtig heftig zur Sache, aber ich will ja eigentlich kein Gameplay-Video machen, sondern ich wollte die Orte besuchen und die Gestalt, den Wanderer aufspüren. Dass hier so gekämpft wird, das ist jetzt Nebeneffekt. Kommen wir zu Riot. Also manchmal haue ich nur so allein für mich in die Seiten. Und dann bekomme ich dieses Gefühl. Als wäre ich nicht mehr allein. Verstehst du? Verdirbt einen das Abrocken. Und danach ist nicht mehr das Gleiche. Herr Riot fühlt sich gestört beim Rocken, ganz offensichtlich. Der ist lieber alleine, wenn er in die Gitarrenseiten haut. Kann er aber nicht, weil er ständig das Gefühl hat, dass er da irgendwie beobachtet wird. Und dann, ja, verhaut er wahrscheinlich die Akkorde. Bei mir war jetzt richtig was los. Oh, da kommt der ergibt nicht auf, ne? Die Type gibt nicht auf. Komm, ja, kriegst noch ein paar Kanonenkugeln. Ich wollte es ja nicht anders. Auch hier habe ich jetzt nichts gefunden. Kein Wanderer, kein Kapuzenmännchen, kein nichts. Ich markiere jetzt die Tankstelle. Das ist jetzt die 4. Stelle und
übergebe das Wort an den Triage-Trooper. So seltsam. Ich blicke schon seit einer Weile ständig über meine Schulter. Diese Tage bin ich immer etwas nervös. Von Zeit zu Zeit habe ich sogar das Gefühl, beobachtet zu werden. Aber dann ist da niemand. Jetzt sehe ich auch was. Seht ihr das? Da hinten? Das Kapuzenmännchen mit dem Mantel? Das sehe ich jetzt erst, weil ich weit genug weg bin, glaube ich. Ich habe ja gerade eben an der Servicestation das Auto klar gemacht. Ah, schade, jetzt kommt da ein Spieler, der stört. Ich hätte euch gerne mehr gezeigt von dem. Ja, der fährt hier das Gaswagen. Der macht meinen Wagen, wenn ich nicht jetzt die Flucht ergreife, platt. Dann frage ich mal derweile Hope nach dem Seltsamen. Da du gerade da bist, vermutlich ist es nichts, aber zwischen uns gesagt, ich hatte schon immer künstlerische Visionen, aber die Edelsteine, sie zeigen mir Dinge. Sie zeigen mir, dass Megalodon mit einem vermummten Wanderer zusammenarbeitet. Ich habe den Kerl nicht gesehen, also ist das vielleicht so eine Art Metapher oder so? Sei vorsichtig, ja? Und wenn du einen großen Kerl in einem Mantel siehst, der nicht zum Wetter passt, sag mir Bescheid. Und da haben wir es nun. Lass es amtlich, der Wanderer arbeitet mit Megalodon zusammen. Während die Nervensäge mir hier wirklich mächtig auf den Keks geht. Also, ich habe ihn gesehen, er war hier bei der Tankstelle, der Wanderer. Was wissen wir noch über ihn? Wenn man dicht dran geht, sieht man ihn nicht. Da habe ich ihn nicht gesehen, als ich weiter weg war. Dann ja. Okay. Welche Fähigkeiten hat er? Was wird er machen? Wird er spionieren? Wie wird er Megalodon helfen, die Kontrolle über die Insel zu erlangen? Das ist ja noch die große Frage. Ups, wer kommt denn da angeschossen? Einer der... Nein, der wieder. Er wird verfolgt von dem Ska-Autofahrer. Mann, ey. So, ich habe mal geschossen. Jetzt lag ich ihn vor. Mal gucken, wenn ich auf die Kante, auf den Beifahrersitz ziele. Oh ja, habe ich ihn gut getroffen. Jetzt haut er lieber ab. Und ich leide ja hier keinen Schaden. Ich sitze genau auf der Servicestation. Die hat er nicht treffen können gerade. Das war gut. Ah, ich fahre jetzt mal hinterher. Der nervt ja eh so. Der wird keine Ruhe geben. Das ganze Match nicht. Und da ich jetzt den Wanderer gesehen habe, ist das jetzt für mich jetzt Gameplay-Zeit. Ja, auf den Beifahrersitz zielen. Ja, oh, wieder gut Schaden zugefügt. Obwohl er jetzt durch die Kakteen gefahren wird, ihm nicht geholfen haben jetzt. Oh, und das Auto ist platt. Na, hurra! Ich hab's geschafft, das Ding platt zu fahren. Aber jetzt mache ich ihn auch noch platt. Das könnt ihr wohl glauben. So geht das ja nicht. Die ganze Zeit hier rumnerven, einen auf dicken Willi machen. Und dann so, ey, Mann, der hat alle drei Medaillen hier. Und die ganzen Waffen. Nicht zu fassen. Ja, cool. Da muss ich jetzt erstmal einen Eden Mode absetzen. Ja, an Herrn Big, Big Player von wegen. Du bist hier von so einer Donny Miller Spielerfigur bist du eliminiert worden. Jawohl, ja. Das musst du dir mal antun. Nein, ich will nicht schadenfroh sein, wirklich nicht. Aber er hat genervt, er hat echt tierisch genervt. Jetzt habe ich seine Goodies, hat er davon. Ich nehme mir noch mehr. Ich lasse das nicht alles da liegen. So, das Nitro brauche ich nicht, weil ich die Münze habe. Mit der habe ich Dauernitro. Ja, jetzt habe ich vier mythische Waffen. Und nochmal hier durch den Kaktus durch. Okay, ja, Endspiel. Also zwei Eliminierungen und... Spieler noch. Ich spiele das Spiel jetzt einfach durch, weil ich habe den gesehen. Ich werde da auch nicht mehr hinkommen. Der Sturm ist an der Tankstelle. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Ich kann nur noch ballern. Und versuchen, Spieler rauszunehmen. Ja, der weiß nicht, wo vorne und hinten ist. So, jetzt hat er sich überlegt, Dynamit zu nehmen. Guck mal, Dynamit hier will er. Kommt er mit Dynamit angesprungen. Nicht zu fassen. Also, Spieler gibt es. Die gibt es nicht. Ja, jetzt liegt das Dynamit da und er ist meine Nummer 3 geworden. Okay. Aber hätte er klappen können, ne? Wenn er das Dynamit als Auto anbringt, das wäre nicht so schön. Da hinten ist noch einer. Au, oh, ein Nitro-Fäustling. Oh, ein ganz wilder Frosch. War der nicht vorhin in dem Ska-Auto als Beifahrer? Na klar. Die hatten sich zusammengetan. So, Freundchen, jetzt bist auch du platt. Yep. Das war meine Nummer 4. Hurra.
Der Wagen hat mir irgendwie mitgeholfen, ne? Der hat irgendwie Feuer gegeben. Oh, wer ist denn da? Hallöchen! Sage mal. Was machst du denn in dem Busch? Nee, nicht jetzt Auto einsteigen. Nein, wegbleiben. Oh. Jetzt sitzt die am Steuer. Ja, das passt mir nicht. Ich lasse wegfahren. Ja, fahr da runter. Meinetwegen. Da ist uninteressant da unten. Lieber hier oben bleiben. Oh, von links wird geschossen. Geh ich mal auf die Insel. Aber jetzt nicht wieder das Gebüsch kaputt machen mit meinen Nitro-Fäustlingen. Hier mal wegpacken. Mal sich aufpassen. Sonst ist das Ding immer weg. Jeder Busch, den ich da, wo ich reinrenne mit den Handschuhen, die wird zerkloppt. Okay, da hinten steht irgendwo was in der Ferne, oder? Hinterm Baum jetzt? Oder nicht? Oder ist er schon weiter? Ja, er muss ja auch zusehen, dass er in den Kreis kommt. Ja, ich auch. Ich muss jetzt hier rüber. Zack. Zack. Das, die sind cool, ja, von Megalodon, die Handschuhe. Die sind wirklich gut. I like. So, da ist der Wagen. Hat er mich gesehen? Hat er nicht? Er ist ausgestiegen. Oh, jetzt kriegt der Wagen nochmal ein bisschen was. Und er selber auch. Wo ist er denn? Komm her. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir nochmal beide in Deckung. Wir sind nur noch zu zweit übrigens. Nummer 3, die mir den Wagen geklaut hat, hat sich verabschiedet im Nirvana. Die hat sich im Sturm aufgeraucht. Okay, ich versuche mal noch das Auto zu nehmen. Oh, 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 knappe Sache hier. Da drüben steht er ja. Und jetzt wird gefeuert. Na, feuer mal auf das Auto. Mach mal. Mach mal. Der Stein ist auch weg. Gut, dann komme ich angeflogen. Zack. Boing, Sprung, wo bist du? Erstmal das Auto hier weg von der Fläche. In dem Busch hier. Und der Busch geht jetzt nicht kaputt. Ich hack drauf los und der Busch bleibt stehen. Das ist mir aber ein Rätsel. Guckt mal, ein epischer Sieg. Ein königlich epischer Sieg, weil ich ja vorhin die Krone gefunden habe. Von dem Herrn Großhose. Scarfahrer, sage ich da einfach bloß. Hey, von der 9 auf die 8. Legendär. Das ist mein zweiter Account hier. Da bin ich noch nicht so weit. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zum Wanderer mitteilen, was ihr noch nicht wusstet. Viel wusstet ihr bestimmt schon, weil ihr ja das Spiel auch durchgespielt habt. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch was, sage ciao, bis zum nächsten Mal.